Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich begrüße euch wieder beim Sonntagsschnitzer. Heute möchte ich einmal einen kleinen Sensenmann schnitzen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich glaube, jeder kennt ja diese Figur mit Kutte und Sense. Und ich möchte diese natürlich als Karikatur darstellen. Ich habe mir hierzu schon einmal ein Pattern erstellt und dieser Sensenmann, der bekommt dann natürlich auch noch eine Sense in die Hand und die habe ich schon einmal vorbereitet und auch bemalt. Ja, und das Ganze habe ich natürlich dann auf ein Stück Holz übertragen und ich denke, wir legen gleich mal los. Der Sensenmann, ja, ich denke, es ist Ich denke, es ist eine recht einfache Figur, für Anfänger auch wieder recht geeignet. Natürlich setzt man hier eine Bandsäge nicht unbedingt voraus, aber es ist natürlich einfacher, wenn man eine Bandsäge hat, um sich dann eben die Form des Pattern darauf zu übertragen und auszuschneiden. Ich habe jetzt hier eine Variation eingezeichnet. Man kann die Kapuze so lassen oder man kann natürlich auch hier mit einem mit diesem Einknick andeuten, dass die Kapuzenspitze eben umgeknickt ist. Kann man dann individuell entscheiden während des Schnitzens, wie man das machen möchte. Wie gesagt, auch die Sense habe ich vorbereitet. Die soll dann hier in die rechte Hand kommen. Herausforderung wird wieder sein, das Loch in diese Hand zu bohren. Da gibt es ab und an mal Schwierigkeiten, beziehungsweise ja, bricht gern mal aus dann das Holz. Und ich habe die Sense diesmal nicht gerade sehr dünn gemacht vom Stiel her. Ich habe die Sense aufgezeichnet, auch auf ein ca. 5 mm dickes Stück Lindenholz und habe mir die auch mit meiner Bandsäge ausgeschnitten und habe mir die dann natürlich zugeschnitzt, so damit das eben auch eine Form ergibt. Ich denke, wir legen gleich los. Ich werde heute zum ersten Mal meine OCC-Messer benutzen bei diesem Schnitzen. Die habe ich euch ja in einem anderen Video schon vorgestellt. Ich habe sie jetzt noch gar nicht so weiter benutzt, möchte sie heute einmal einsetzen und ich werde wahrscheinlich heute auch ein paar andere Werkzeuge noch benutzen oder zumindest eins. Mal sehen, ich habe noch ein paar Geißfüße und Hohlbeitel, die ich gerne auch einmal ausprobieren möchte. Wenn man die Werkzeuge hat, dann möchte man sie auch irgendwann einmal benutzen. So, benutzen werde ich jetzt als erstes meinen Handschuh. Den werde ich anziehen. Ach ja, das Holz, welches ich hier habe, ist ja Linde und es ist 4 auf 4 cm und die Höhe ist, glaube ich, 10,5, wenn ich mich nicht irre. Ja, 10,5 in der Höhe. Und nur mal so, damit ihr ungefähr wisst, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Ja, und ich werde jetzt einfach mal anfangen, um den Kopf zu formen, die Kapuze zu formen, beziehungsweise und der muss ja dann auch wieder natürlich verschmälert werden. Der ist viel zu breit. Ich arbeite also jetzt erst einmal die Schultern.
auch heraus aus dem Stück und werde dann sehen. Auch diese Figur habe ich noch nicht geschnitzt. Ich habe im Internet ein paar schöne Cliparts und Illustrationen von solchen so comichaften Sensenmännern gesehen und dachte, boah, das wäre eigentlich mal was zum Schnitzen vielleicht. Und ja, so kam es dann eben spontan zu dieser Idee. Wie immer erst einmal die notwendige grobe Arbeit, nämlich hier das grobe Entfernen von Holz. Wenn man sich den Sensenmann ansieht, in der Regel haben die keine Gesichter. Ich möchte aber dennoch dem Sensenmann irgendwie ein Gesicht geben. Es ist auch doof, wenn man irgendwie nur so eine leere Kapuze schnitzt. Ist ein bisschen blöd oder auch langweilig. Also der bekommt schon auch ein Gesicht. Und mal sehen, was ich da mache. Ich habe zwei grobe Ideen im Kopf, wie man das vielleicht bewerkstelligen könnte. Und ja, mal sehen, für welche ich mich entscheide, während ich hier schnitze. Das kommt auch ein bisschen darauf an, in welche Richtung sich diese Figur entwickelt. Manchmal fängt man ja was an und die Figur entwickelt dann ein bisschen Eigenleben, was Design und Optik angeht, wenn man jetzt kein vorgegebenes Pattern oder Vorlage hat, dann entscheidet manchmal auch die Figur selbst, wie sie letztendlich aussieht. Und ist auch ab und zu sehr interessant zu sehen, wie das so vonstatten geht. Oftmals ist man auch an einem Punkt angelangt, finde ich. Man schnitzt so vor sich hin und schneidet hier was weg und nimmt hier ein Stück Holz weg. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, diese Figur, die wird eigentlich gar nichts. Und dann hat man schon oft das Gefühl und möchte die eventuell sogar weglegen oder sagen, ich opfere dieses Stück Holz dem Grill oder irgendeinem anderen Ofen. Und trotzdem bleibt man dann drüber und es entwickelt sich dann dennoch immer wieder eine Figur. Plötzlich hat man dort dennoch ein Ergebnis, wo man letztendlich sagt, nicht schlecht. Nicht schlecht geworden. Mal sehen, ob es auch heute hier bei mir so wird. Es wird ein Ergebnis geben, wie es letztendlich aussieht. Das wird man sehen. So, ich habe jetzt hier mal so grob den Kopf geschnitzt. Ich denke, ich werde noch im Laufe der Arbeit etwas schmäler werden. Es ist jetzt im Moment ein bisschen sehr kreisrund. Aber wenn ich dann später die Kapuze hier geschnitzt habe, dann werde ich entscheiden, wie wird es eher ein rundes oder ein längliches Gesicht.
Wir werden es sehen. Die Grundform gefällt mir schon mal ganz gut. Die Figur hat ja nicht sehr viel Detail. Sie hat ja keine Füße in dem Sinn. Sie hat ein Gesicht, ja, aber sie hat auch kein, wie soll ich sagen, ja, sie ist einfach nur eine Kutte. Eine Kutte mit Armen. Und mal sehen, wie das wird. Möchte hier jetzt schon mal ein bisschen so der Kutte einen, ich hoffe man kann es sehen, so einen, ja, so eine Form geben einfach. Es ist das Holz, was ich hier im Moment habe, von der Linde, ist nicht so weich, wie man es gerne hätte oder wie man es oft bei anderen Schnitzern sieht. Ich habe da noch einige Bestände davon hier und ich bin immer, ja, angeblich gibt es ja Methoden, wie man das Holz noch ein bisschen weicher bekommt. Da gibt es bei den Amerikanern einige selbsternannte Fachmänner, die sich dann das Holz irgendwie mit einer Alkohol-Wasser-Mischung einsprühen. Oder ja, nur Wasser nehmen, um es einzusprühen. Ich habe auch schon da etliches probiert und ich muss sagen, mich hat noch nichts wirklich überzeugt. Wer Doug Linker kennt, auf YouTube, der hat vielleicht bei einem seiner letzten Livestreams gesehen, wie er sich Holz in eine Plastikschale gelegt hat, um das Holz dann mit einem feuchten Schwamm darin zu legen, damit dieses Holz quasi die Feuchtigkeit, die Luftfeuchtigkeit annimmt und das Holz soll angeblich weicher werden, wenn es dann wieder etwas mehr Feuchtigkeit hat. Ich habe dies mit diesem Stück Holz getan. Und hatte von diesem Stück Holz in einem meiner letzten Videos auch eine Figur geschnitzt, die dann auch sehr hart zu schnitzen war. Und dieses Holz hier jetzt hat ein paar Tage in dieser Kiste mit dem feuchten Schwamm gelegen. Ich muss sagen, es ist ein bisschen eine
leichte Erleichterung vom Schnitzen her da. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt begeistert sagen könnte, das ist das Ei des Kolumbus, was man dann hat. Also es ist trotzdem noch hart zu schnitzen, dieses Holz. Ich denke ganz einfach, man muss damit einfach leben, was man hat. Und ich sage ja immer, Holz ist ein Naturprodukt und man weiß ja auch nie, wie ist es beim Händler gelagert gewesen schon. Wie wurde es getrocknet? Da gibt es auch Unterschiede. Ist es kammergetrocknet oder an der Luft? Und ja, steht meistens ja nicht dabei. Ich denke, man muss einfach mit dem arbeiten und leben, was man hat. Was ich jetzt hier mache, ist, ihr seht es ja, ich arbeite jetzt hier schon einmal den Arm heraus, der dann ja die Sense hält. Und gleichzeitig möchte ich natürlich der Figur auch schon auf dieser Seite ein bisschen ihre Form geben. Die Kutte schon mal so leicht vor. Ich habe jetzt hier dieses große OCC-Messer das ist ein, muss Gott mal, 1/7 Zoll. Ja, 1/7 Zoll. Und man kann diesem Messer jetzt hier des Holzes wegen keine Vorwürfe machen. Es erledigt seine Arbeit gut. Aber bei hartem Holz ist natürlich auch jedes Messer irgendwo gefordert, egal von welchem Hersteller man dies hat. Und wie man es schärft. So, ich werde jetzt hier auch auf dieser Seite natürlich den Arm herausarbeiten. Dann hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte natürlich die Hand nicht wegkappen, denn dann wäre die Figur schon ihres Sinnes beraubt. Denn so ein, ja, ich sag mal, Sensenmann ohne Sense, das ist schon blöd, wäre blöd. Mir sind natürlich beim Schnitzen von Figuren auch schon Hände weggebrochen, die etwas halten sollten. Und
musste ich dann auch kleben. Teilweise. Möchte man aber nicht immer haben. Dieses Kleben von Teilen. So. Ich muss auch selbst jetzt sehen, wie ich die Figur bearbeite, welchen Arbeitsschritt ich als nächstes mache. Denn es gibt ja für mich keine, nicht den Weg, da ich ja die Figur, wie gesagt, zum ersten Mal mache. Es ist der Prototyp. Wie gesagt, viele schnitzen ja eine Figur erst so 5 bis 10 Mal, um sie dann zu zeigen im Internet, was sie getan haben. Ich bin ja kein Lehrer. Es soll ja auch kein Tutorial werden. Es ist einfach nur, ich möchte euch einfach nur zeigen, was ich mache und wie ich es mache. Die Herangehensweisen gibt es natürlich viele. Jeder hat da so seinen Weg. Ich zeige euch eben meinen. Und wer etwas nachmachen möchte, der darf es natürlich gerne tun. Und wenn er einen Weg hat, wie es besser geht, dann darf er diesen Weg natürlich gehen. Ganz klar. So, jetzt muss ich hier mal einschneiden, da ja die Hand auch von vorne herauskommen soll. Ja. Und dieses hier muss ich natürlich komplett wegschnitzen. Dies ist zeige es euch gleich. Ja. Die Hand muss etwas hervorstehen und darum jetzt auch hier schon ein bisschen formen. Gerade wenn man so eine Figur zum ersten Mal schnitzt und man nicht weiß, wie es werden soll und man das dann auch gleichzeitig noch aufnimmt, was einen ja noch einmal zusätzlich etwas unter Druck setzt. Aber diesen Druck hat man sich natürlich selbst gemacht, wenn man jemanden etwas zeigen möchte. Und dann darf man sich natürlich nicht beklagen, mache ich auch nicht. Das mache ich auch nicht. Werde jetzt auch hier hinten gleich den Arm definieren, habe ich mir ja schon angezeigt, nicht hier mit diesem Strich. Gehe hier hinein. Ziemlich tief und hole dann erst einmal das heraus. Muss aber jetzt wie vorn auch das Ganze, diesen ganzen, ja, diese Stufe hier wegnehmen, weil der zweite Arm nicht hinter den Körper geht, sondern er bleibt hier. Quasi so. Ja,
Und das muss ich jetzt alles hier erstmal wegnehmen. Darum auch bei so einfachen Figuren ist es einfach besser, wenn man eine Bandsäge besitzt, mit der man sich diese Arbeitsschritte dann erleichtern kann. Denn es gibt während der Arbeit an so einer Figur natürlich noch so viel wegzuschnitzen, dass man froh ist, wenn man das nicht von einem ganzen Holzklotz herausarbeiten muss. Ich möchte meine Bandsäge nicht mehr hergeben. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, habe ich euch schon gesagt oder gezeigt? Ich habe übrigens eine zweite Bandsäge jetzt. Eine größere, die ich mir zugelegt habe. Also ich habe ja euch meine Broxon Modellbaubandsäge schon gezeigt und habe jetzt eine größere Bandsäge mir noch zugelegt, damit ich auch einmal Holz größerer Dimension aus größeren Holzblöcken rausschneiden kann mit dieser Broxon-Bandsäge, die sehr gut ist, ist man aber dennoch ein bisschen, man ist dennoch ein bisschen eingeschränkt und da sie ja nur eine Durchlasshöhe von, ich glaube, 5 oder 6 cm hat, kann man da natürlich keine Klötze mit 8 cm schneiden mal. Und darum jetzt eine größere Bandsäge noch. Ich bin immer davon abgeschreckt, mir noch einmal eine größere Bandsäge zu kaufen. Ich hatte schon einige und muss sagen, dass ich sehr oft eingegangen bin, wenn man im unteren Budgetbereich bleibt mit Werkzeug. Gerade bei Bandsägen bekommt man leider wirklich das, was man bezahlt. Und ich hatte ja 3 Bandsägen oder 4 verschlissen innerhalb von kürzester Zeit, weil sie einfach nicht qualitativ das waren. Ich habe dann eine ganze Zeit lang darauf verzichtet, mir eine Bandsäge zu kaufen. Und letztendlich habe ich gedacht, für das, was ich tue, brauche ich keine Bandsäge im Großen. Ja. Ich habe dann trotzdem gemerkt, dass es schöner ist, wenn man eine größere Bandsäge hat. Ich kam dann trotzdem irgendwann an meine Grenzen. Denn auch wenn man kleine Figuren schnitzt, hat man trotzdem oftmals
großes Holz, welches man dann in kleinere Klötze teilen muss. Und habe jetzt endlich eine Bandsäge gefunden, die qualitativ auch das hält, was sie verspricht. Aber ich verrate jetzt nicht so viel. Ich stelle euch die mal vor, wenn es sich ergibt, eine richtige Werkstatttour kann ich euch eh nicht anbieten, da ich keine Werkstatt in dem Sinn besitze. Ich sitze hier in einem kleinen Raum in meiner Wohnung, den ich mir einfach als Schnitzzimmer hergerichtet habe und sitze hier wirklich sehr beengt. Sieht man ja im Video nicht immer, wie klein so ein Zimmer ist, in dem man sitzt, aber es ist wirklich von Ausstattung und Werkzeug so ausgelastet, dass nichts mehr geht. Ein größeres Zimmer wäre schön, aber ich komme zurecht. Es darf nur nicht mehr Werkzeug werden. Denn die Bandsäge, die ich jetzt habe, war schon eine Herausforderung, die auch unterzukriegen hier im Zimmer. Und ich habe sie auf ein Rollenbrett gebaut, damit ich sie bewegen kann, wenn sie mir im Weg steht. Ich habe also keine feste Station, wo diese Säge steht, sondern bewege die dann im Zimmer hin und her, wo ich sie eben benötige oder wo sie mir dann eben nicht im Weg steht. So, ich bin jetzt hier dabei, diesen zweiten Arm auch grob herauszuarbeiten. Es sieht alles noch sehr grob aus. Ihr kennt es ja, wenn man am Anfang das Holz bearbeitet. Ich werde euch jetzt auch damit gar nicht mehr so lange langweilen. Ich arbeite jetzt den zweiten Arm noch heraus und ja, mache jetzt noch ein bisschen grobe Arbeiten und dann geht es mit den Details weiter. Ihr habt nichts verpasst. Ich habe jetzt lediglich den Arm, den zweiten Arm, auch herausgearbeitet und habe noch ein bisschen grobes Holz entfernt von der Figur. Und ich muss sagen, ihr habt nichts verpasst, wie gesagt. Und ich bin auch froh, dass von diesem Klotzholz, das war ja ein längeres Stück, aus dem man dann mehrere Objekte heraussägt, dass dies der Rest ist und ich hoffe, bei einem meiner nächsten Projekte wieder ein softeres Stück Holz zu erwischen. Es lässt sich wirklich nicht sehr schön schnitzen, aber das Endergebnis zählt und soll uns natürlich oder mir alle Mühe wert gewesen sein. Wie gesagt, habe ich jetzt hier noch ein bisschen den Arm herausgeholt und habe versäubert. Ihr seht, dieser Arm hat keine Hand. Da geht der Ärmel direkt über die Hand drüber. So ist es gedacht. Und werde jetzt auf der anderen Seite die Hand einmal ein bisschen definieren.
bitte natürlich in den Ärmel hinein und wird auch natürlich hier oben verschmälert. Die Hand hat ja, ja gut, bei mir, ich habe sehr kräftige Hände, aber die Hand geht ja hier hinten zum Gelenkschmäler. Und das möchte ich natürlich hier auch ein bisschen andeuten. Man muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Ihr kennt es, oder ich kenne es auch, wenn man hier zu forsch herangeht, dann ist man die Hand los. Gedacht war, dass der Ärmel ein bisschen nach unten hängt. Bei mir sieht man es jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Der Arm muss auf die Hand, soll auf jeden Fall auch hier noch ein bisschen schmäler werden. Das möchte ich natürlich jetzt auch schnitzen und taste mich jetzt erst einmal vorsichtig heran an die ganze Angelegenheit. Muss auch immer hier ein bisschen mich Schritt für Schritt rantasten. Es soll ja noch ein Loch gebohrt werden in die Hand und ich möchte jetzt auch nicht zu viel wegnehmen Holz schon, bevor dann nicht auch das Loch vielleicht gebohrt ist. Ich habe schon da schlechte Erfahrungen damit gemacht, mit Händen, die etwas halten sollen, und wenn man dann eine Hand nachschnitzen muss aus einem kleinen Stück Holz, oder man muss das abgebrochene Stück mühsam ankleben, dann ist es ärgerlich. Wenn ihr in sowas ein Loch bohrt, dann empfehle ich euch auch nicht unbedingt mit einem sehr groben Motorwerkzeug da zu Gange zu sein. Also ein Akkuschrauber ist das höchste der Gefühle, was ich euch empfehlen kann. Dann aber auch bitte nicht mit voller Geschwindigkeit gleich den Bohrer ansetzen. Denn die Vibration, oder man setzt zu schief an, oder das Bohrfutter ist vielleicht schon ein bisschen ausgeschlagen und der eiert der Bohrer. Er läuft also nicht rund. Das ist alles dem Lindenholz. Ja. Es ist ihm, es hat es nicht gern. Wir nennen es so. Sowas hat Lindenholz nicht gern. Es ist ja doch ein sehr weiches Holz. Was ich euch empfehlen kann, sind auch diese Handdrillbohrer. Hat man vielleicht noch zu Hause. Ich kann euch mal, Moment, ich zeig's euch mal. Ich muss mich hier nochmal kurz umdrehen. Ja, da haben wir es schon. Die gibt es natürlich in den verschiedenen Größen. Hier, diese Teile kann ich euch dann auch empfehlen. Damit kann man auch wunderbar Löcher bohren. Dauert ein bisschen länger. Natürlich. Gibt es in verschiedenen Größen.
Immer mit dem kleinsten natürlich vorbohren. Aber auch dies schützt nichts vor, wenn das Holz hier schwach ist oder es ist irgendwo schon eine Sollbruchstelle im Holz, dann habt ihr auch hier das Risiko, dass euch das wegbricht. Und ja, ist mir auch schon passiert. Aber manchmal kommt man auch mit dem Bohrkopf von einer Bohrmaschine oder dem Akkubohrer hier gar nicht anders ran, als sich mit diesen Teilen dann zu behelfen. Dann schaut man, von welcher Seite kommt man denn am besten zu Rande. Und dann bohrt man damit vor. Man kann es auch mit dem Dremel probieren, aber wie gesagt, hat alles seine gewisse Stärke und der Bohrkopf ist manchmal einem hier im Weg. Und hinderlich und schlägt dann ans Holz. So, ich werde jetzt an der Hand mal noch gar nichts weiter anderes jetzt tun. Ich will dann wirklich erst vielleicht trotzdem mal das Loch bohren. Ich überlege jetzt gerade, ob ich den Kopf noch ein bisschen verschmäler. Er ist ein bisschen groß oder er muss noch schmäler werden. Das können wir so, glaube ich, nicht lassen. Da muss noch ein bisschen was weg. Sieht man dann halt auch meist erst, wenn man den Körper einigermaßen schon zurecht geschnitzt hat. Ist eine Karikatur. Man könnte auch diesen großen Kopf natürlich lassen, wenn man dann dementsprechend das auch hervorhebt und mit einem Gesicht versieht, welches zu diesem großen Kopf natürlich passt. Aber ich möchte doch ein bisschen einen ovaleren Kopf und nicht so dieses Kreisrunde. Und darum werde ich das jetzt noch ein bisschen angleichen. Ich werde auch jetzt diese Kapuze so lassen, wie sie ist, und werde jetzt keinen diese Spitze wahrscheinlich weglassen. Und wieder entfernen wir Holz. Ist ja klar beim Schnitzen, ne? Gut. Wieder grobe Arbeit. Grobmotoriker. So. Ja, Schnitzen ist, da ist für jeden was dabei. Für den Grobmotoriker, aber auch für den filigranen Fein ja Feinmechaniker kann man ja nicht sagen, aber für den Filigranarbeiter, der kommt hier auch auf seine Kosten dann, wenn man sich dann in Details vertieft bei manchen Schnitzereien. Am Anfang vermeidet man es ja eigentlich, dass man zu viel Details nimmt. Und im Flat Plane Carving, wie es aus Skandinavien ja kommt, vermeidet man auch zu viele Details. Es ist ja mit wenigen langen Schnitten, stellt man ja da
seine Arbeit her, mit wenigen Schnitten, aber dennoch der Figur ihren Ausdruck zu verleihen. Das ist die Kunst der Flat Plane Carver. Ja, jetzt kommen wir der Kopfform auf jeden Fall in die Nähe, so wie ich es gerne hätte. Zeig's euch gleich. Mach hier oben jetzt aber auch noch mal diesen Schwung neu. Ja. Ja, und jetzt haben wir auch schon ein bisschen oval wieder die Sache. Gut. Dann kümmere ich mich doch jetzt mal um das Gesicht, welches ich gerne hier hätte. Ich werde jetzt hier einmal ein Gesicht einzeichnen und da ich wahrscheinlich da ein bisschen knobeln werde, oder mehrere Varianten ausprobiere und wegradieren muss, werde ich euch dann erst das fertige Gesicht zeigen. Ohne Gesicht und gleich hier wieder mit Gesicht. Da bin ich wieder. Ja, ich habe mich jetzt doch hier, nachdem ich ein paar Gesichter aufgezeichnet habe, bin ich jetzt doch hier an diesem skeletthaften Gesicht doch eher hängen geblieben. Und ich probiere jetzt einfach mal, ob ich das so hinbekomme. Was ich noch getan habe, ich war mutig und ich habe doch tatsächlich das Loch in die Hand gebohrt. Mir ist es gelungen, mit meinem Akkuschrauber und mit einem Vierer Holzbohrer hier ganz vorsichtig und langsam ein Loch hineinzubohren. Mehr mache ich auch gar nicht. Und die Sense passt noch nicht ganz hier rein. Aber ich werde am Loch nichts mehr ändern. Ich werde eher dann doch die Sense noch ein bisschen angleichen. Habe ich jetzt ohne Kamera gemacht, weil ich doch ein bisschen Schiss hatte. Und ja, es ist mir gelungen. Gott sei Dank. So, ich werde jetzt hier einmal die Kapuze ein bisschen ausschneiden. Und ich habe mir überlegt, ich tue dies heute einmal mit meinem Geißfuß. Da gehe ich jetzt erst einmal hier die Linie entlang, vorsichtig, die ich aufgezeichnet habe. Ich habe mir ja ein paar von diesen Schnitzwerkzeugen zugelegt, verschiedenster Marken, und habe die auch noch gar nicht so ausprobiert. Und ja, ich möchte das jetzt doch ab und zu mal tun. Es geht alles natürlich mit dem Messer zu machen, was ich hier tue. Aber ich werde natürlich auch mit dem Messer gleich noch etwas nacharbeiten. Und habe jetzt erst einmal hier grob, arbeite ich jetzt hier mal entlang. Ja, auch mit diesen Werkzeugen kann man abrutschen. Und man kann sich dann in die Hand stechen, wenn man
und vorsichtig ist. Darum immer Handschuhe tragen. So, ich habe jetzt mal hier so diesen Kreis rausgenommen und werde jetzt aber noch einmal mit dem Messer hineingehen. Das noch einmal nachschneiden. Und dann im Winkel das herausholen ja. Ja, und da werde ich natürlich dann auch den Kopf noch angleichen. Da muss ich mal gucken, wie ich da rangehe. Soll ja ein bisschen wie ein Skelett wirken. Ich könnte aber auch den Kopf rund lassen und den ein bisschen noch formen und ja, wie so ein Ball. Hier hereinschneiden und dann auch ein Gesicht auf. Ich glaube, das wird auch ganz gut. Ja, nur die Kanten hier ändern sich, die Holzfasern schon wieder wild drauf los. Das ist extrem bei diesem Stück Holz gewesen. Ich habe tolles Holz und ich habe dann auch natürlich dieses Holz. Von dieser Stange war das jetzt, wie gesagt, der Rest von diesem. Ich hoffe, dass mein anderes Holz ein bisschen knetiger ist, wenn ich es schnitze. Bin auch bei mir in meiner Gegend auf der Suche nach einem Holzhändler, so dass man sich das Holz auch nicht immer mit der Post schicken lassen muss und man da hinfahren kann, um sich das Ganze dann auch anzusehen, was man bekommt. Aber ich habe da noch niemanden oder nichts gefunden. Es ist hier bei uns in der Gegend mit Holzhandel nicht so weit gesät. Wenn man dann, ich wohne ja in Bayern, allerdings in Oberfranken, was natürlich jetzt nicht schlimm ist und auch kein Nachteil. Nur ist hier die, ja, wenn man jetzt, es gibt Regionen in Deutschland, wo das Schnitzen ganz groß und traditionell ist. Oberbayern oder auch unserem Nachbarbundesland Sachsen, wo die Spielzeug
Manufaktur oder die Weihnachtsschnitzereien sehr verbreitet sind. Ich nenne hier jetzt mal das Erzgebirge. Da gibt es schon eher Bezug zum Schnitzen und dann natürlich auch dementsprechend Firmen oder Holzhändler, die sich da in der Region auch niedergelassen haben, um diese Betriebe und Handwerkskünstler zu beliefern natürlich. Bei mir muss ich noch ein bisschen suchen. Gibt bestimmt auch irgendwo was, aber ich habe, wie gesagt, noch nichts gefunden. Ein paar Tipps habe ich bekommen bisher und ja, denen muss ich jetzt noch nachgehen. Allerdings, wir befinden uns zum Entstehungszeitpunkt dieses Videos immer noch in der Corona-Krise und vieles ist zu oder einfach dadurch auch nicht erreichbar. Und so muss man doch auf Online-Angebote angehen. Was ich jetzt hier mache, ist, ich forme jetzt hier einfach so eine Kugel, ein bisschen den Kopf. Das ist ähnlich wie bei, wenn ihr das Video mit meiner Vogelscheuche gesehen habt oder auch die Geisha, die hat auch so einen einfachen runden Kopf nur. Allerdings werde ich hier jetzt nicht nur das Gesicht aufmalen, ich werde hier schon die Augen und die Nase einschnitzen. Ich nehme jetzt hier nochmal ein Hohleisen, ein ziemlich stark gebogenes U, um jetzt hier nochmal ein bisschen den Rand auch sauberer rauszuarbeiten. Geißfuß, der ist ja trotzdem sehr spitz zulaufend unten und hinterlässt dann dementsprechend natürlich auch Spuren hier im Holz, und mit so einem U, welches ja doch sanfter geformt ist, kann man hier noch einmal ein bisschen sauberer herausarbeiten. Ich zeige es euch auch gleich. Aus dem Kamerawinkel jetzt hier schlecht zu erkennen. Aber ich muss natürlich auch selbst was sehen, wenn ich was ich mache. Und zeige euch aber gleich das Resultat. Ab und zu ist es wirklich praktisch, solche Werkzeuge zu besitzen. So habe ich das jetzt ein bisschen rausgekratzt noch, werde aber jetzt dann doch nochmal mit dem, ich habe hier noch so ein, ja, was ist das? Das ist so ein, ja, auch ein, ein Hohleisen. Da kann man dann noch mal so rundherum einstechen. Ich zeige euch das. Ich gehe also außerhalb dieser Kopfkugel herum. Steche das hier ein.
zeige euch gleich, wenn es fertig ist. Es ist nur ganz leicht gebogen. Optimal hier gerade, merke ich, für diese Größe von Figur. Was ist das für eine Größe? Ich habe es auf dem Ding stehen. Ein L11. Nein, das ist kein L11. Das ist ein L5. 8 mm. Also 5 ist der Radius von diesem U. Und 8 mm ist die Breite dieser Klinge. Und ich steche das jetzt hier scharf ein, ihr seht's. Und komme dann von der anderen Seite, um das ein bisschen noch im Detail zeigen, aber ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich komme jetzt dann von der anderen Seite und steche das hier raus. Ihr hört es ja auch schon am Geräusch, ja, wie das funktioniert. Und bin so weit aus dem Kamerafokus. Hier steche ich dann von dieser Seite rein. Auch ein bisschen Vorsicht, dass ich den Rand von dieser Kapuze jetzt nicht abbreche. Und das gibt einen sehr schönen, scharfen Schnitt. Das hier raus. Das gibt noch ein bisschen so diese Optik der Kopfkugel, die hier drin liegt. So wollte ich das haben. Ihr seht, aus meinem anfänglichen Entwurf des Gesichtes, dieser eher doch sehr Skull, also totenkopfhafte Optik, bin ich schon wieder abgewichen. Und warum bin ich abgewichen? Weil die Figur ein Eigenleben entwickelt hat und sich in der Bearbeitung jetzt doch hier für diesen Kopf entschieden hat selbst. Ich muss aber sagen, ich hatte auch vorher schon einen Plan und ich wollte eigentlich auch diese Art von Kopf hier haben, diese Kugel, die hier drin steckt. War mir aber nicht sicher, ob es mir gelingt, wie es aber sich jetzt herausstellt, ist es wunderbar. Ich zeige es euch gleich, wenn ich fertig bin mit dem ganzen Gestochere hier. Das kann sich sehen lassen, denke ich. Gesicht kommt gleich. Ich möchte jetzt ein bisschen noch die Hand formen. Die ist ja im Moment noch nur ein Klotz. Die müssen wir natürlich jetzt auch dementsprechend schneiden. Ich nehme mal hier die Kante weg, um natürlich nicht zu viel, denn wir müssen ja auch das Loch noch bewahren. Das ist jetzt quasi, wenn die Faust ist, hier so der Handrücken, der geht. Hier entschärfe ich auch noch mal die Kante. Ich runde die Hand jetzt hier auch noch ein bisschen. Auch
hier kann ich jetzt noch ein bisschen den Ärmel ja. Ich sehe das schon, dass dann hier so der ich muss meine Kamera irgendwie anders stellen. An meiner Hand ist es schwer zu sehen. Ich habe sehr dicke Hände. Aber ihr wisst, was ich. Ihr wisst ja, wie eure Hand aussieht, wenn ihr eine Faust macht. Und so simuliere ich das jetzt eben an dieser Figur. Ich kann leider keine skelettierte Hand schnitzen. Aber dadurch, dass ja jetzt auch der Kopf nicht im so skullartig daherkommt, also totenkopfartig, so wird jetzt die Hand auch nicht einem Skelett gehören müssen. So, ich tue jetzt auch hier das ein bisschen entschärfen noch. Kann ich noch ein bisschen mehr. Aber auch hier darf ich nicht zu nah. Das Loch muss natürlich auch erhalten bleiben. Hier ist wieder dieses kleine Mini-Detail-Knife von OCC. Eine Hilfe. Auch mit einem Flex-Cut-Messer oder mit was anderem. Ich habe ja vorher auch mit anderen Messern geschnitzt und werde dies ja auch weiterhin tun. Aber so. Und was da noch fehlt, sind natürlich die Finger, die angedeutet werden müssen. Könnte jetzt natürlich noch den Daumen irgendwie andeuten, aber ich möchte ehrlich gesagt an dieser Hand nicht allzu viel machen. Und es ist, ich bin froh, dass die Hand bisher so weit gelungen ist. Und ob man auf den Daumen dann hinterher noch, ob man den jetzt noch als Daumen wahrnimmt später, ist die zweite Frage. Und da das Holz hier an der Hand auch ziemlich spröde zu schnitzen ist, werde ich wohl auf weitere Details, was die Anatomie betrifft, dieser Figur, werde ich hier wohl doch eher darauf verzichten. Aber die Finger soll das Wesen der Tod bekommen. Ich werde mit meinem V-Tool, wie der Amerikaner sagt, mit meinem Geistfuß, werde ich hier mir drei Linien heran. Und werde hier jetzt mit meinem Geißfuß
werde ich die Finger andeuten. Einmal. Zweimal. Dreimal ergibt vier Finger und der Daumen ist jetzt nicht dabei. Habe jetzt hier den Daumen doch etwas höher. Naja, es ist kein Daumen direkt. Er ist angedeutet und hier mache ich noch einen mit meinem V-Tool, mit meinem Geißfuß, mache ich jetzt hier noch einen Schnitt und grenze jetzt hier noch quasi einen angedeuteten Daumen ab. Aber mehr dürft ihr von mir jetzt nicht erwarten. Ja, jetzt können wir schon ein bisschen ans Detail gehen. Ich weiß wieder nicht, wie lang dieses Video geht. Ich hoffe, es ist euch nicht zu lang. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen die Kanten entschärfen. Natürlich und auch gebe dem Ganzen jetzt hier eine Art Flat Plane Optik. Ja. Indem ich hier gebe ich ein bisschen an Schwung. Den Ellbogen entschärfen wir. Im Flatplane Carving wird nicht viel gerundet. Es werden diese Facetten hier, diese Flächen geschnitzt. Und die bleiben eigentlich dann. Großen und Ganzen bestehen und natürlich gibt es wieder die obligatorischen Falte hier. Auch hier werden die Ecken weggenommen. Hier gibt es ja keine Hand. Also das Runden findet im Flat Plane Carving so nicht statt. Es bleibt eigentlich ziemlich kantig. Und diese geraden, flachen, Schnitte, das ist Flatplane. Flatplane bedeutet flache, plane, gerade Flächen. So wird das gemacht.
schärfe jetzt hier auch ein bisschen die Ecken. Das Gesicht müssen wir noch machen. Ich zögere noch ein bisschen, bin noch am Überlegen. Ich werde es auch anzeichnen vorher. Und ich überlege, ob ich da noch ein paar Falten ins Gewand hinein mache, um dieses Wallen zu unterstützen. Ja, Gesicht. Da habe ich jetzt gedacht, soll er schon ein bisschen einen bösen Ausdruck bekommen. Böse oder ich sag mal, vielleicht in dieser Art. Und das mache ich jetzt auch erstmal mit dem V-Tool. Ich sage immer V-Tool. Aber wenn man sich größtenteils in der amerikanischen Schnittszene mit aufhält, dann übernimmt man auch die Begriffe. Es ist ein Geißfuß. In Deutschland ist das ein Geißfuß. Und dann schnitze ich hier einfach. Ich merke gerade, dass es ein bisschen zu klein geworden ist. Ich muss es nochmal ausbessern. Ich muss die Augen und das Gesicht noch ein bisschen vergrößern. Sonst wirkt das alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Wir haben ja genug Platz. Also die Augen noch ein bisschen nach oben größer gemacht. Dann können wir hier die Augen, die Nase. Und ich mache es dann trotzdem mit dem Messer. Ich denke, das wird das führt mich gleich zum Ziel. Ich möchte hier einfach nur diese Formen herausholen. Ich hätte es auch einfach nur aufmalen können, aber ich möchte heute das herausschnitzen. Man könnte jetzt auch hergehen und das Ganze ein bisschen noch mit oder vorher schon mit diesen typischen Kürbisschnitten versehen. Wenn man die Figur ein bisschen größer vielleicht auch macht, dann hat man ein bisschen so diese Kürbisoptik auch. Gerade jetzt mit dem Hund könnte man da noch ein bisschen schön arbeiten, aber ich denke, auch das ist wieder ein bisschen eine Futzelarbeit hier. Aber auch hier, ihr seht, kommt mir mein Messer sehr entgegen mit dieser feinen Klinge. Hier dieses Dreieck herauszuholen.
Wenn das dann bemalt ist, kommt das natürlich noch mehr zur Geltung wie jetzt diese groben Schnitte. Ich muss das Auge hier gerade noch einmal nachschneiden. Aber ihr wisst, wer mir zuguckt, der weiß, dass ich das dann hinterher noch einmal mit dem Ausputzen so und dann Mund, den fahre ich jetzt hier trotzdem noch mal mit dem Geißfuß nach. Sind jetzt noch die Bleistiftstriche drauf, die kommen jetzt noch weg. Und wenn das dann bemalt ist, dann sieht man das sowieso nicht mehr. Und dann ist das in Ordnung. Leute, ich sag euch eins, wir nähern uns dem Ende. Bleibt mir nicht mehr viel zu tun, als das jetzt hier auszuputzen. Und ich werde eventuell mit einem Stich 9, 5 mm, eventuell jetzt hier noch in die Kutte derartig derartige Falten hinein stechen. Und wenn das dann ausgearbeitet ist, richtig, dann zeige ich euch die fertige Figur wieder. Jetzt noch ein bisschen rum und herum gemacht, hier vorne vielleicht nur unten, und dann noch ein bisschen Struktur rein hier in dieses Gewand. Ja. Aber es ist vollbracht. Ihr seht, mein kleiner Sensenmann. Ich werde den jetzt noch ein bisschen versäubern, noch ein bisschen, ja, schauen, wo noch unsaubere Schnitte sind. Ich werde ihn dann bemalen und ich werde ihm natürlich dann noch seine Sense geben. Und dann zeige ich ihn euch gleich, wenn er fertig ist. Ja, da bin ich und es ist spät geworden. Das Tageslicht hat mich im Stich gelassen. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt gut erkennen. Ich habe ja
bisschen Probleme hier mit meiner Ausleuchtung, aber hier ist er, unser kleiner, der Tod, unser Sensenmann. Ich gucke einmal, ich habe hier einen Monitor nebenan stehen, das sehe ich ein bisschen, so wie ihr das Bild dann sehen werdet. Ja, Farbgebung, ich habe das Gesicht innen schwarz gemalt, dann habe ich eine Farbmischung hergestellt aus Ocker und Pergament, so nennt sich die Farbe, und habe mit der Trockenmaltechnik habe ich dann trocken drüber gepinselt. Dann habe ich den ganzen Kerl habe ich dann in einem Anthrazit gemalt und habe dann auch hier eine Mischung aus einem Grasgrün und Pergament auch mit Trockenwischtechnik ein bisschen dieses unheilige, sage ich mal, dieses unheilige Grün darüber gestrichen, auch die Hand. Und ja, die Sense habe ich zerteilt nochmal, habe die Enden angespitzt, verschmälert und habe es dann von unten und oben wieder mit Sekundenkleber eingeklebt. Ich wollte das Loch ja nicht mehr vergrößern, um es nicht doch noch ausbrechen zu lassen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ihr seht, ich habe ja jetzt mit dem Hohleisen noch ein bisschen den Kerl ein paar Akzente und Falten gesetzt, damit er nicht so allglatt herüberkommt. Und ich denke, das kann man gelten lassen. Ich überlege, ob ich mit einem roten und einem Zahnstocher noch einen roten Punkt in die Augen setze jeweils. Macht sich vielleicht ganz gut. Überlege ich mir noch. Was ich euch noch zeigen wollte, ihr habt es bestimmt bei anderen schon gesehen, ich habe mir jetzt auch so ein Teil gebaut hier. Das ist, ich hatte noch so ein Buchenrundholz da. Da habe ich mir jetzt so einen Halter gebaut, wenn man jetzt Figuren bemalt, dann kann man die hier drauf schrauben, wenn man ein Loch unten reinmacht, und dann kann man die bemalen ringsrum und muss sie nicht zwischendrin abtrocknen lassen, wenn man jetzt verschiedene Farben benutzt. Die Finger bleiben sauber und man kann die Figur trotzdem in der Hand halten und kann sie überall bemalen. Praktische Sache, wie gesagt, ein Buchenrundholz. Ich habe mir einen Holzdübel, ihr kennt diese Holzdübel, die, wenn man Schränke zusammenbaut, sind die ja immer dabei. Da habe ich einen Holzdübel halbiert, habe mir ein zweieinhalber Loch reingebohrt, habe dann in den Holzdübel eine 3 mm Schraube reingedreht und habe dieses dann in dem Buchenholzgriffstück mit Holzleim eingeklebt und schon ist so ein Griff fertig. Ganz einfache Sache, habt ihr schon gesehen. Ich wollte es euch nur auch zeigen, dass ich auch so eins besitze jetzt, weil ich immer mich gerne mit Farbe beschmiere. Ich brauche an einem Farbtopf nur vorbeizulaufen, in 3 Meter Entfernung, und ich bin beschmiert. Ich weiß immer nicht, wie ich das anstelle. Also, egal. Hier ist unser Sensenmann. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen unterhalten. Ist manchmal nicht ganz so durchorganisiert bei mir, aber ich komme dennoch ab und zu auch zu einem Ergebnis. Und ich denke, der Kleine hier kann sich sehen lassen. Wenn ihr an diesem Video Gefallen gefunden habt, dann dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren. Ihr dürft ein Like dalassen und ihr dürft natürlich auch einen netten Kommentar verfassen. Wenn ihr auch Kritik habt, was ich anders machen kann. Ich bin kein Filmemacher. Ich bin auch kein Kameramann und Beleuchtungstechniker. Ich arbeite noch ein bisschen hier an meinem Equipment, an der Ausleuchtung von meinen Arbeitstischen. Es ist alles noch nicht so perfekt. Ich habe noch nicht so die richtige Beleuchtung gefunden. Und ja, aber ich denke, es wird mit der Zeit noch besser werden. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen.
wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis nächsten Sonntag. Euer Sonntagsschnitzer.